Tür geöffnet. Ah, ich hab die Türen vergessen. Oh nein. Preston, was denn? Kannst du bitte die Tür bauen? Jetzt baut er. Oh, jetzt baut er ein scheiß Papier an die Wände. Ich glaub's ja auch. Ich mach mal dieses Papier durch. Oh. Im Kontext heißt denn die Stelle so, wir brauchen doch euch gar nicht so Punkt. Du musst mir bitte nochmal auf WhatsApp schreiben, welche Folge das ist. Ich würde aber wissen, ich würde es nochmal hören. Im Moment, die Stille. Ich guck mir die Landschaft an. Wir bräuchten doch euch gar nicht so Punkt. Was ist denn, wenn in 100 Jahren irgendwelche Außerirdischen dieses eine Video finden? Die denken doch sonst was über die Menschheit. Warte mal, ich google mal schon, ich guck mal schon auf Amazon nach dieser Regenbogentür. Wie schreibt man den Eukalyptus? Oh, ich krieg keine Luft. Oh Gott, mein Gesicht ist ganz nass vor Tränen. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Oh Gott. Entschuldigung. Okay, ich habe gerade mal nach Eukalyptus-Regenbogen-Tür gegoogelt. Vom Regenbogen und dem fernen Donner. Ein Märchen für Jugendliche. Was? Für Jugendliche? Oh, ich hab rosa chinesisches Glas gefunden. Ja. Moment. Oh. Oh. Vorschlag. Ja. Ja. Ah. Lee. Ja! Ja? Schau dir das an! Ah! Oh. Ich bin gerade, warte mal, ich bin gerade beschäftigt. Oh Gott. Oh, meine Augen. Oh. Es gibt eine BMW-Holzleiste aus Eukalyptus. Wieso bin ich das so witzig? Was ist das denn? Warte mal, ich lese dir mal vor. Das ist ein Suchergebnis. Eukalyptus, Tür, Franz, Frühling, Kranz, Türkranz, Frischen. Was, Franz? Was ist macht da keinen Sinn? Keine Ahnung, das ist ein Satz. Ich habe auf Google gesucht nach Eukalyptus, Tür. Und hier steht Eukalyptus, Tür, Kranz, Frühling, Kranz, also Türkranz, nicht. Frische. Frischen. Das macht doch keinen Sinn. Blanchig, frischen Eukalyptus Türkranz. Guck mal, unser Eukalyptus Regenbogen. Oh. 23,55, die haben wir wohl. 8 Zoll. Der Rahmen ist aus duftenden Pulver Eukalyptus. Oh. Davon gibt's sogar YouTube-Videos! Im Tal des wilden Eukalyptus liegt wie ein Bäume! Oh Gott! Oh. Okay. Wo jetzt? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Ja. So.
Line Wittler, was sagst du? Das Glas oder das Glas? Ja, okay. Es gibt so Girlanden. Siehst du das überhaupt? Ja. Das Glas oder ja, das Glas? Ich bin für das Rote, das okay. Ist richtig japanisch. Ich bin noch mal ganz kurz auf meiner... Line Wittler hat gesprochen. Jawohl. Oh Gott. Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Ist Eukalyptus Nazi? Weil hier steht Ziertür von rechts. Eukalyptus. Was? Ziertür von rechts? Zierleiste Tür von rechts. Eukalyptus. Ich bin sogar gelassen. VW gefüllt? Oh, okay. In Autos wird das auch verwendet. Oh Gott, meine Augen tränen. Kann ich... Eukalyptusbäume, kostenloser Versand. Ich kann mir einen ganzen Baum kaufen. Wie geht denn das? Eukalyptusbäume, kostenloser Versand möglich. Eukalyptusbäume bei Amazon. Da guck ich mal an. Oh. So, ich mach noch mal goldenen Marble. Frisch aus dem Marble-Universum. Oh nein. Eukalyptuspflanze, winterhart. Die ist im Winter hart. Also Eukalyptus ist scheinbar im Winter hart. Das ist so wie bei den meisten bei uns. Ich mach Angst. Deshalb reibst du dich im Winter immer mehr. Hä? Eukalyptus Globus gegen Mücken. Globus mit K. Globus aus... Nee, ich sag mal Globus. 10 Samen. Hä? Hier steht Eukalyptus Globus gegen Mücken. 10 Samen. Also Globus ist für mich so aus wie eine Weltkarte. Aber gegen Mücken? Mit Samen. Oder auf dem Bild ist eine Pflanze. Was? Das macht doch keinen Sinn. Das sind nicht mal Samen auf dem Bild. Ach du Scheiße. Weißer Gummi-Eukalyptus. Pass auf, der Name. Eukalyptus Leucoxolium Rosea. Oh Gott. Geil. Ich schau bestimmt total scheiße aus, wenn ich so lach. Eukalyptus. Schön, dass ich eine ganze Folge nur lach. Nippopapel. Was? Nippopapel hier? Das ist eine Eukalyptus-Pflanze. Nippopapel hier. Was? 100 Samen für 3,50, das geht doch. Das muss ich mir kaufen. Oh Gott. Okay, das ist Bäumchen, ein Stämmchen. Oh, das ist geil. Ein Stämmchen. Oh. Es gibt so eine Art, die heißt Gunni. Eukalyptus Gunni. Gunni. Ich sehe auch keinen Punkt und Komma kennen hier auf Amazon. Aber diese Nippel-Eukalyptus ist teuer, der kostet nur noch 19 Ocken. Nippel. Das ist 1,50 groß. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, ich erstick mal. Eukalyptus Camadulensis. River Wet Cam, okay. Melia trinkt nicht. Ich ertrink fast, nämlich an meiner eigenen Spucke, die ich aufstoße und wieder abspeichere. Was? Dieser Eukalyptusbaum heißt, er ist Little Boy Blue. Klingt wie eine Kondommarke. Little Blue Boy. Blue. Eukalyptus Little Boy Blue. Boy Blue. Das ist ein Scheiß. Oh, Lee, es ist Nacht. Wir sollten schlafen. Australische Eiche, Vittoria, Samen. Mhm. Die Eiche besame ich mal. Ich mach Amazon wieder dazu, das reicht. Oh. Boah, schön als Hochzeitsnacht, ne? Oh Gott, das ist ein Stockküster. Soll ich Tag machen? Ja, wir sind sterben. Ausnahmsweise, wir grade... weil wir sonst immer tot. Oh Gott. Wir waren auch gerade gar nicht aufs Spiel vertieft. Oh, und ich bin fast erstickt deswegen. Ach, schön. So, wo soll ich eine Stiege nach oben machen? Eigentlich wollte ich... Weißt du was? Oh nein, das ist popetrisch. Was? Es ist popetrisch.
Ich kann keinen Baum setzen. Ich wollte eigentlich einen Baum pflanzen, der da in der Mitte hochwächst. Aber es geht nicht, weil es ist eine Viererbreite in der Mitte. Oh. Ja. Dann. Ja. Wie soll man nach oben kommen, Lee? Wie soll ich das machen? Ich habe eine Idee. Ich mache einen Springbrunnen, in dem man hochschwimmen kann. Findest du gut, oder? In der Schule geht's echt nicht, ne? Ja, finde ich super. Eine, in deinem Tempel mit deinen Binken, Blättern und deinem Eukalyptus-Regenbogentür willst du einen Springbrunnen, den du nach oben schwimmen kannst. Ich mach mal langsam Gedanken. Ja, das ist jetzt. Und wenn ich nach draußen gucke, ist pink. Cool. Das ist das männlichste Minecraft Let's Play, was es auf der ganzen Welt gibt. Definitiv. Wo bin ich? Hä? Ich sehe nix. Hä? Ah, jetzt ist hell geworden. Hast du mich gerade eingebaut oder was? Ich bin gar nicht in der Nähe vom Tempel. Ich finde den Ausgang nicht mehr. Ein Springbrunnen. Wo ist der Ausgang? Wo ist eigentlich Springbrunnen? Sicher hast du ihn zugebaut. Warte, ich komme zum Tempel. Ich seh's ja. Ich war gerade gar nicht im Tempel. Lachen ist gesund, ja, ich weiß. Danke. Hallo. Hallo. Nein, ich bin runtergefallen. Nein. So, wir müssen gleichzeitig springen. Auf 3. 1, 2, 3. Ja, klappt nicht so. Wir springen. Jetzt. Man sagt doch irgendwann. Ja. Also, jetzt springen wir ineinander hoch und runter. So, wenn man das von außen sehen würde, wo das. Bleiben wir stehen. 3, 2, 1, Sprung. Aha. Das sind die 3, 2, 1, Sprung. Ah, verdammt. 3, 2, 1, Sprung. Ah, du kriegst doch gar nicht mehr Sprung. Du wolltest doch eine Sekunde. Lee, ich habe eine andere Idee. Ja. Warum ich einfach. Warum? Nein, nicht runterspringen. Geh auf den Block. Nein, geh auf den Block. Nein. Ich hab doch schon einen. So. So, und da kommt jetzt Wasser rein. Ja. Ich habe keine Wasserkübel. Oh. Kannst du schnell einen Kübel mit Wasser holen von zu Hause? Ja. Am besten zwei. Lauf, geschwind. Müssen im Lagerhaus welche sein? Oder sonst im Haupthaus beim Eingang. Dort sind ja auch solche Lagerdinger. Und dann geht's in der Mitte nach oben. Ist das die Mitte? Und dann kann man da schön durch den morgendlichen Mittelstrahl nach oben schwimmen. Ich muss ein Geständnis machen. Ich habe nicht nur eine Türbehinderung, ich habe jetzt scheinbar auch eine Kistenbehinderung. Dauert 15 Sekunden, bis ich die aufkriege. Ist nicht witzig, Entschuldigung. Langsamer. So. Scheiße. Nein. Ich habe eine Frage. Wie funktionieren denn die Schränke eigentlich? Ich habe jetzt gerade meine Sticks in die Schranke reingepackt. Und mit Linksklick nimmst du es raus. Achso. Danke. Ich hatte mit dem Filmvergleich gar nicht mal so unrecht. Die sind keine Eimer. Oh, gefunden. Ja, da sind keine. Moment, ich will da ausholen. Nee, ich dachte. Naja. Warum habe ich ein Bett mit dem Schlüpfer? Hä? Woher soll ich das wissen? Ich hab ein Bett im Schlüpfer. So. Müssen wir da nicht die scheiß Regenbogentür denken? Ah, das ganze Lachen hat meinen Hals irgendwie verschleimt. Wieso baue ich gerade Erde mit einer Spitzhacke ab? Wahrscheinlich, weil ich immer so spitz bin, wenn bin du da bist. Da. Wo? Spitzbub. So, ich hab die Eimer. Oh, danke. Ich fliege jetzt nicht in das scheiß Loch. So. Wo sind sie? Ich bin nicht weg, um sie mit Wasser zu füllen, weil ich das vergessen habe. Lee, du brauchst nicht weggehen. Da ist ja Wasser unterm Haus.
Aber wenn du schon drüben bist, dann... Oh nein. Oh, jetzt bin ich fast schon wieder in das Loch reingefallen, wo ich nicht mehr rauskomme. Warum habe ich jetzt... Warum... Ich habe einen Eimer verloren. Der ist... Ein Eimer ist gerade einfach aus dem Inventar verschwunden. Das ist ein Inventarbug. Du musst einfach irgendein anderes Item nehmen oder Escape oder irgendwas. Ja, jetzt hat's funktioniert. Das ist ein bekannter Bug. Ach. Nein, nicht da rein. Ich bin nicht schlau. Oh. Ich dachte, du musst das hier machen. Oh. Ich sehe doch, das mache ich nass. Entschuldigung. Wie soll ich denn dein Loch befüllen? Wie magst du es denn? Mach eines in eine Ecke und eines in die gegenüberliegende Ecke, dann ist alles voll im Normalfall. Über Kreuz? Über Kreuz. Parallel. Okay. Oh, ein Schmetterling. Welche Ecke hab ich jetzt? Oh, wie schön. Schmetterling. Aua. Warum ist der Schmetterling explodiert? Was? Er denkt. Du hast gegen den Mikrofon, der Schmetterling. Hast du das gesehen? Du musst dann unbedingt in der Aufnahme nochmal zurückgucken, in die Stelle. Wir haben das Wasser falsch gemacht. Was? Es muss oben rein. Ins obere Loch, nicht unten. Weil so kommen wir nicht nach oben. Jetzt hab ich sie unten durchgemacht. Wir sind voll die Profis. Aber nochmal ganz kurz zurück. Schau dir das mal an. Du haust volle Mücke in dein Mikrofon, der Schmetterling genau in dem Moment explodiert. So, puff, weg war er. Soll ich dir ein Loch legen? Ja. Dann fange ich hier an. Wobei, du kannst das Wasser unten ja drinnen lassen. Nicht. Das ist ja unendlich jetzt. Einfach oben dann wieder rein tun. Wie komm ich hier? Okay. Da musst du aber in alle vier Ecken eins machen. Soweit ich weiß. Nö. Ich hab jetzt bloß eine gemacht. Okay, und das reicht. Ich mach jetzt nochmal die andere Ecke. So, jetzt so. Tada! Yay! Cool, und jetzt müssen wir nach oben auch kommen. Ja! Dann kann ich einen Obergeschoss machen. Dann zwei Löcher erstmal feucht gemacht. So. It's raining man! Halleluja! Halleluja! Ich mach vielleicht einen vierten drauf. Je länger der Stamm, desto geiler. Oh, was? Jetzt komme ich da nicht drauf. So. Hä? Ich krieg den Stamm nicht hoch. Er ist zu lang. Wusstest du, dass es Leute gibt, die einen Stamm hochkriegen, wenn sie wütend sind? Stell mir scheiße vor. Stell dir mal vor, du streichst mit einer Person auf einmal, hast du dann Kalaschnikow. Die da im Angriffsmodus ist. Das sieht doch scheiße aus. Ja, dumm gelaufen, hätte ich gesagt. Was ist, wenn du geblitzt wirst und richtig auf dem Auto hast, Lenkradsperre? Ist nicht so gut. Au. Es passiert nicht nur mir. Mir passiert das so oft, vor allem in den Videos. Versuche immer die Tonspur rauszuschneiden. Also muss ich ja rausschneiden, weil sonst kriegst du ja, sonst platzt dir der Kopf. Wenn es dann Boom macht. Boom, Boom. Bei dir ist es halt nicht der Arm, sondern ein anderes Gliedmaß. Ein Ständer. Ja. Ja, ich hau immer gegen meinen Ständer. Und dann knallt das immer so ordentlich. Der ist zu hart. Der ist nicht so gut gefedert. Obwohl er eigentlich gefedert ist. Pandora, hier zwei Dino links, herzlich willkommen zurück. Du hast gerade den größten Lachflash verpasst. Wir haben eine Viertelstunde nur gelacht. Und ich habe keine Luft mehr gekriegt, weil ich nur gelacht habe. Wir haben uns entschieden, wir kaufen uns eine Eukalyptus-Regenbogentür. Du wirst es dann später auf YouTube nachschauen können, wenn du das willst. Weil es war echt furchtbar. An Ikea wäre echt eine gute Idee. Wenn du so mit deinen Ideen immer kommst, die du fürs Haus haben willst. Ja. Ja, ich mach das, glaube ich, mit... Ich mach das, glaube ich, mit großen Fenstern. Oder ich probiere kurz aus mit den Papierwänden dazwischen.